Die Paul-Gerhardt-Schule in Düren ist nach modernstem Schulsystem eine integrative Schule, die etliche verschiedene Nationen bereits aufgenommen hat. Welche Nationen eigentlich? Da ist es wahrscheinlich einfacher zu beantworten, welche nicht. Also wir sind, soweit ich weiß, im Moment 18 verschiedene Nationen aus 3 Kontinenten. Etwas, was manchmal die Arbeit im Alltag schwer machen kann, aufgrund der Verschiedenheit. Was aber auf der anderen Seite auch ein ganz großer Pluspunkt sein kann, wie Sie heute vielleicht gesehen haben bei den Aufführungen. Die Vielfalt, die diese Kinder einbringen, ist auch ein großer, großer Gewinn. Ich habe mitbekommen, es sind auch behinderte Menschen dabei. Wir haben Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf, richtig. Wir sind eine integrative Schule, das auch schon seit 12 Jahren jetzt. Und wir sind eigentlich immer ganz stolz darauf, dass man es eigentlich gar nicht mehr merkt, wer von unseren Kindern Förderbedarf, besonderen Förderbedarf hat oder nicht. Märchen hieß das heutige Motto. Kinder bastelten und schnipselten und malten eine ganze Woche lang für ihr Märchen. Die fertigen Gemälde und Zeichnungen wurden an Tafel und Wänden befestigt. Auch Figuren wie Frau Holle waren als plastische Darstellung aus bemaltem Papier für die Eltern zu begutachten. Die Kasse hat jetzt geöffnet. Warum hier so zahlreich die gefragten Bons verkauft werden, erzeugt schon eine gewisse Vorahnung. Richtig. Wenn 18 verschiedene Nationen ihren kulinarisch süßen Fantasien freien Lauf lassen, da bauen sich nicht nur romantische Düfte auf, sondern wird die Seele mit einem bunten, sensationellen Bild des Schlaraffenlandes verzaubert. Internationales Flair entfaltet sich hier, nicht nur im Gaumen. Schon bei der Kuchenverteilung bekommt man durch den Anblick der hübschen, jungen Mütter das Gefühl, in einem anderen Land zu sein. Ein eigenes Märchen oder ein kleines Stück Orient in der Paul-Gerhardt-Schule? Oh,
Erinnerung. Lecker, meine Lieblingspizza Tonno. Schneewittchen ist tot, ich bin die Schönste. Hey, was geht? Peace. Yeah. Wer ist das denn? Wow, ist die hübsch. Ja, Knoblauch. Bring mir mal bitte mit. Bitte aber schnell. Ja. Applaus für diese tolle Gruppe, habt ihr ganz, ganz toll gemacht. Einmal verbeugen noch hier, holt euch noch den Applaus. Ja, okay. Ich habe Ihnen, glaube ich, nicht zu viel versprochen, als ich sagte, dass Sie diese Version von Schneewittchen noch nicht kennen. Ich fand ja vor allem die Dauer der Schwangerschaft am Anfang beeindruckend und auch der schnelle Übergang von einem Glas Milch zu wir werden heiraten. Faszinierend. So, das war super, aber das war noch lange nicht das Ende. Der Mahmoud lässt bitte seine Schreianfälle hier vorne, okay? Wir werden als nächstes hier auf der Bühne eine Tanzgruppe haben. Mahmoud, ich bitte. Und zwar die Tanzgruppe des dritten Schuljahrs unter der Leitung von Frau Richards. Die werden jetzt gleich von da hinten auf die Bühne kommen.
Einen Applaus für die Tanzgruppe aus dem dritten Schuljahr. Für die Tanzer geht es dritten Schuljahrs. Kommt nach vorne, einmal verbeugen. Holt euch auch einen Applaus ab. Super. Auch das Kulturforum Europa ist durch einen Stand vertreten, an dem Christine Peters für das AfG-Projekt Schreibhefte und T-Shirts verkauft. Begonnen hatte sie mit der Umsetzung dieser Idee bereits im Jahre 2002
also vor 12 Jahren. Seither versendet sie alljährlich eine Lieferung mit Sport- und Winterbekleidung, Schulhefte, Ranzen und Schreibmaterial über den Weg der Bundeswehr nach Afghanistan. Spenden von mittlerweile über 25.000 Euro konnte Christine Peters bisher zusammentragen. Etliche Tonnen an nutzvollen Waren sind somit bereits über verschiedene Wege durch deutsche Soldaten nach Kabul und in die nördlichen Gebiete Afghanistans transportiert worden. Im April 2009, nur knapp ein Jahr nachdem Christine Peters in den Ruhestand trat, wurde das Kulturforum Europa Schirmherr ihrer Aktion. Mittlerweile können auch Geld- und Sachspendenquittungen ausgestellt werden. Damals, nachdem Christine Peters zum ersten Mal Fotos als Belegmaterial aus Afghanistan zurückbekam, sah sie auch erstmalig die leuchtenden Augen der Kinder, die die Schulhefte mit dem Namen des Absenders trugen. Sie saßen im Freien und hatten kein Klassenzimmer. Da kam ihr die Idee, den Jungen und Mädchen muss geholfen werden. Sie brauchen mehr als nur Hefte. Wie soll Afghanistan aufgebaut werden, wenn die jungen Menschen nicht ausgebildet werden? Aus der Geschichte zitierte Christine Peters den Satz: Wissen bedeutet Freiheit. Da Düren die Stadt des Papiers ist, war es leicht, Schreibpapier und Zeichenblöcke zu organisieren. Die Kartons für den Transport sind ebenfalls alle gestiftet. Unser Kooperationspartner RWE hat im April 2006 für 1.000 Euro Mikroskope gestiftet, die ebenfalls durch Herrn Generalleutnant Jachtz der Pemonar-Schule übergeben wurden. Im Oktober 2010 wurden von einer Dürener Firma 18 Tonnen Papierwaren gespendet, die die Bundeswehr ebenfalls im Nordbereich der Bundeswehr in Afghanistan verteilt hat. Im September 2011 kamen wieder ca. 1,5 Tonnen Hilfsgüter für die Kinder in Afghanistan zusammen, die das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in die Dörfer rund um den Flughafen Mazar-i-Sharif transportieren und verteilen ließ. Brigadegeneral Frees beschrieb 2004 die Lage in dem ehemals kriegsgeschüttelten, aber auch immer wieder von Terroranschlägen gebeutelten Land. Er erzählte von den besonderen Beziehungen zwischen Afghanistan und Deutschland und der Beliebtheit der deutschen Schutztruppen in Afghanistan. Die Lage in Kabul ist besser zu bewerten als im übrigen Land. Der Unterricht in den Schulen hat wieder begonnen. Und erstmals dürfen auch wieder Mädchen eine Schule besuchen. Nach jedem Hilfstransport erreichen uns Dankesschreiben und Fotos, die uns zeigen, dass unsere Spenden mit großer Freude in der Pemonar-Schule aufgenommen wurden. Vor allem erfahren unsere Schüler und Schülerinnen, wie dringend unsere Hilfe benötigt wird. Von Spendengeldern wurde unter anderem eine Schule und ein Brunnen gebaut und fertiggestellt, Zelte, Schulmöbel, Wandtafeln, ein Stromaggregat und so weiter gebaut bzw. hergestellt. Allesamt von Handwerkern in Afghanistan. Hilfe zur Selbsthilfe. Schulranzen, die für uns selbstverständlich sind, gibt es in Pemonar nicht. Dort werden die Schulsachen meistens mit einem Band zusammengebunden.
So hatte Christine Peters die Idee, auch die Eltern von Dürener Grundschulen mit einzubinden, damit sie die gut erhaltenen Ranzen ihrer Kinder spenden. In den vergangenen Jahren kamen so über 1000 Ranzen, Rucksäcke und Schultaschen zusammen. Sogar eine Grundschule aus Karlsruhe beteiligte sich über eine Dürener Grundschullehrerin an unserer Aktion. Die Interessentengruppe am AfG-Stand beschränkt sich nicht etwa nur auf Erwachsene, Eltern oder Großeltern. Nein, insbesondere treiben auch die Schulkinder selbst ihre noch jungen Eltern mit bohrenden Klärungsfragen wissenshungrig an den Stand. Wir möchten mit unseren Aktionen einen kleinen Beitrag zur Verständigung zwischen den Völkern leisten. Wir sind der Meinung, dass Kinder mit kluger Schulausbildung ausgestattet unsere Garanten für zukünftigen Frieden sind. Christine Peters bringt seit 2002 jedes Jahr eine Lieferung mit Schulmaterialien und Sportartikeln durch die Bundeswehr nach Afghanistan. Sehr viele Grundschulen in Deutschland beteiligen sich inzwischen an ihrer Ranzenaktion. So hatte Christine Peters die Idee, auch die Eltern von Dürener Grundschulen mit einzubinden, damit sie die gut erhaltenen Ranzen ihrer Kinder spenden. Im Dezember 2012 holte die Bundeswehr wiederum 2,3 Tonnen Schulmaterialien, Ranzen, Fußbälle, Kreide, Tafellappen und Schwämme, Spielsachen, Sportbekleidung, warme Kinderbekleidung, Badetücher und so weiter ab und transportierte sie nach Afghanistan, wo sie von den Soldaten der Bundeswehr verteilt wurden. Frau Peters, wie ist es heute gelaufen auf dem Fest? Es ist also sehr gut gelaufen auf dem Schulfest. Wir haben also alle Hefte verkauft. Auch noch dazu, die T-Shirts der Paul-Gerhardt-Schule sind also weggegangen wie warme Semmeln. Die T-Shirts sind Ihnen noch nachträglich geschenkt worden? Die sind mir von der Schulleitung geschenkt worden. Der Erlös ist also ebenfalls für die Kinder in Afghanistan bestimmt. Der Sozialdienst katholischer Frauen ist Träger des Angebots offene Ganztagsschule. An dieser Stelle bietet der SKF, hier vertreten durch einen eigenen Stand, eine Kinderzirkuswoche an, die vom 29.07. bis zum 3.08. parallel zu einer Kirmeswoche läuft. Ein Unterhaltungsprogramm für die Clown-Begeisterten. Auch die hauseigene Schülerzeitung hat ihre Präsenzvertretung. Junge Redakteure der Zeitungsgruppe verkaufen hier ihre selbstgefertigten Nachrichtenartikel zur Projektwoche. Also, liebe Eltern, für eine Zeitung nur ein Bon. So günstig bekommen Sie von Ihren Kindern nie wieder so wertvolle, bleibende Erinnerungen. Facepainting. Vom Schminken und den Gesichtsornamenten sind die meisten jungen Mädchen begeistert. Doch auch einzelne Jungen trauten sich heran. Den Lehrerinnen wurde dabei die gesamte Palette ihrer Malkünste abverlangt. Stillhalten für mehrere Minuten ist für manches Kind schon eine Herausforderung. Die Belohnung dafür erfolgt allerdings sogleich. Mit dem Spiegel. Mit galanten Verhaltensformen präsentieren die Kinder natürlich gerne ihren Eltern die schmuckvollen Gemälde an Körper und Gesicht. Manche Mutter wird alleine durch das Prozedere des Auftragens schon in eine genussvolle Stimmung versetzt.
ungewöhnlich, wie geduldig ihre Sprösslinge hier sitzen bleiben. Das Face Painting ist eigentlich schon ein Kunsthandwerk für sich. Enorm ist, was den pädagogisch ausgebildeten Lehrkräften hier alles abverlangt wird. Bestimmt wurde das eine oder andere Motiv bereits im Kunstunterricht geübt. Mit Sorgfalt und Geduld schaffen es die Pädagoginnen, sowohl Eltern wie auch Kinder in Faszination zu versetzen. Erwartungsvoll bestaunen die jungen Mutigen, wie ihr Gemälde bereits am Körper wächst und wächst. Ein unglaublich großer Anziehungspunkt für viele Kinder, oftmals noch bis ins Teenageralter. Einmal angebracht, so identifizieren sie sich mit den aufgetragenen Ornamenten. Für jeden der Schülerinnen hat das Bild auf Gesicht oder Arm sicherlich eine individuelle Bedeutung, weil das Motiv selbst ausgesucht wurde. In einigen Ländern, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, unterliegen ähnliche Körperbemalungen sogar der Alltagsmode, teils sogar mit religiösem Hintergrund. Bei unseren Schülerinnen hier haben sie sicherlich nur einen persönlichen Schönheitswert. Voller Stolz werden die Bemalungen sicherlich noch bis nach Hause getragen. Doch vor dem Sprung ins Bett werden die meisten vermutlich durch Wasser und Seife das Ende finden. Männersache? Nein, durchaus gar nicht. Gewinnen kann man mit jedem Torschuss jeweils einen Frisbee. Für die Mädels gibt es alternativ Seifenblasen oder Luftballons. Wer genau wird heute das erste Tor machen? Zeigen die Mädels einmal den Jungs, wohin der Hase läuft? Oder haben die Jungs das Feld voll im Griff? Anstrengung gab es aber nicht nur für die Fußballer. Wie groß die Einsätze zum heutigen Fest von Seiten der Lehrerinnen war und welche Resonanz dazu von den Eltern kam, das erfahren wir vom Schulleiter. Herr Janssen, wie sind Sie mit dem heutigen Fest zufrieden? Ich muss sagen, sehr zufrieden. Sehr erschöpft auf der einen Seite, aber auch sehr zufrieden. Ich denke, wir haben ein super Programm zusammenbekommen. Wir haben auch für das Afghanistan-Projekt, glaube ich, eine Menge zusammenbekommen. Frau Peters war da wieder sehr aktiv. Aber auch die Schule hat sich, glaube ich, in ihrer Vielfalt gut darstellen können. Wie haben die Lehrer mitgearbeitet? Nun, jeder Lehrer hatte eine Gruppe in dieser Woche, die er speziell zu einem Thema vorbereitet hat, was nicht ganz einfach war, weil es gemischte Gruppen waren. Das waren also nicht die Klassen, die die Lehrer sonst kannten. Sie hatten Kinder aus anderen Klassen und jeder hat so seinen Beitrag, Sie haben es gesehen, sei es Märchen, Theaterspiel, Tanz gebracht.
Wir haben in der Woche sehr viel gearbeitet, alle zusammen. Welche Resonanz haben Sie von den Eltern erhalten? Das ist leider ausbaufähig, das muss ich sagen. Wir schaffen es mittlerweile eher, die Kinder dazu zu bewegen, sich aktiv einzubringen, auch in so einen Tag. Also sei es darum, kann ich bei den Getränken helfen, kann ich beim Grillstand helfen, als bei einigen Eltern. Das ist schwierig. Das ist heutzutage nicht mehr so leicht. Sind die Kinder im Unterricht vorbereitet worden auf dieses heutige Fest? Eine ganze Woche lang, also jeden Tag 4 Stunden, 5x4 Stunden zum Thema, jeder in seiner Gruppe, ja. Wo Kinder spielen und Erwachsene geduldig zuschauen, da entsteht auch Hunger und Durst. Wo es nach gegrillten Würstchen mit Brot riecht, da hält man sich gerne auf. Niemand möchte bei diesem Duft hungrig nach Hause gehen. Ein Glück, dass Herr Heinen die gesamte Grillarbeit nicht alleine übernehmen muss. Für so viele hungrige Mäuler, damit wäre ein Hausmeister alleine völlig überfordert. Eine Handvoll fleißiger Eltern und Hobbygrillmeister fand sich letztlich doch noch. Rundum ein gelungenes, schönes Sommerfest nach einer Projektwoche unter dem Motto Märchen, das zu Wiederholungen einladend aufruft.